Und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Hast du es gefunden? Es steht also wirklich ja. Da? Wow, nice. Okay, ich bin gleich da. Hübsch. Das ist ein Jaguar XJ, glaube ich. Was ist das da vorne? Entweder der Typ ist in einen Heuballen gefahren oder hat da drin Hühner gehalten. Schaffen wir ihn hier raus. Der sieht nicht ganz so fresh aus, möchte ich mal kurz anmerken. Damit willkommen zurück. Ich bringe ihn in den Fuhrpark. Mal sehen, ob ich ihn wieder hinkriege. Ja, ja. Wir fahren jetzt erstmal hier hin. Zum Ambleside? Grip-Rennen. Mustang gegen Camaro. Fahrzeugbeschränkung C600. Ich bin mir nicht sicher, ob das heißt maximal bis 600 oder mindestens ab 600. Wir werden es gleich sehen. Das Auto hier ist nämlich marginal über 600 vielleicht. Dementsprechend könnte es sein, dass ich das mit dem hier nicht fahren darf. Dann muss ich nochmal switchen, das macht aber gar nichts. Der Part heute kommt wieder viel zu spät, ich weiß. Ich habe es gestern nicht geschafft, noch einen aufzunehmen. Deshalb nehme ich den hier gerade um 16.46 Uhr auf. Leider. Oh Gott, steht schon wieder aus dem Scheißhaus, ey. Wer hat sich gedacht, ja, die Schilder auf Häuser zu stellen, ist eine gute Idee. Totschlagen. Egal, wir machen jetzt nochmal dieses Camaro gegen Mustang-Ding hier. Du hast dein Ziel erreicht. Das ist sehr schön. Hallo, Boss. Schön, dass du dir deine erste Saisonmeisterschaft ansehen willst. Wir haben die Sache mit ein paar neuen Herausforderungen ein wenig aufgemischt. So leicht wollen wir es dir ja nicht machen, oder? Also ich fahre schon nur gegen sehr erfahren. Ich glaube, ich fahre sogar nur gegen Profi, ne? Denk daran, behalte die Straße im Auge. Das Herbstpanorama kannst du immer noch genießen, wenn die Meisterschaft zu Ende ist. Machen wir. Ich muss ein Auto tatsächlich kaufen. Das heißt, wir brauchen einen alten Mustang. Okay. Sehr gut. Dann nehme ich den hier, den nehme ich nämlich auch umsonst. Ich würde nämlich gerne einen Mustang nehmen, bin ich ehrlich. Und ich merke gerade, ich darf mich nicht so schnell bewegen. Es tut immer noch sehr doll weh. Ja. Ja. Wobei. Ist der cooler? Ja, der gefällt mir besser. Nehmen wir. Schönes, dunkles Grün. Immer toll. Ich muss mal ein bisschen zurücklehnen, weil das Mikrofon fast umgefallen. Mir tut übrigens immer noch alles weh. Kleiner Unfall gestern, ja? Alter Schwede. Komm, sitzen, ey. Ja, schauen wir mal, dass mit diesem wunderschönen alten Haufen jetzt ein bisschen was fahren. Also geht's bis maximal 600. Ich denke, wir müssen den gleich mal tunen. Es sind nur drei Rennen, das heißt, das sollte in dem Part hier entspannt möglich sein. Die alten Dinger hier sind ja allgemein nicht so geil vom Fahren her. Das heißt, ich erwarte schon nicht viel. Weil ich sagen muss, eben der Mustang fuhr deutlich besser, als ich es erwartet habe. Der fuhr sogar relativ gut um Kurven und sowas rum. Der hier ist natürlich gar nicht. Ich habe dieses Mal auch wieder daran gedacht, den Streamer-Modus zu aktivieren, bevor ich was mache. Auch wenn ich immer noch nicht verstehe, warum der Streamer-Modus das tut, was er tut, weil im Menü steht nicht bei, dass er das tut. Steht nur bei, dass er irgendeinen Radiosender aktiviert. Wahrscheinlich einen, den man im Stream dann einbinden kann oder so. Schätze ich mal. Komm, kleines Auto. Bei diesen alten Musti? Ja, habe ich überhaupt keine Ahnung, was für Motor haben. Ich gehe von einem V8 aus, aber Bruder, bin ich komplett raus. Finde die ganz hübsch. Ende. Bin ziemlich sicher, dass sie beschissen fahren. Weil ist halt eine alte Ranze, ne? Also ich glaube, wenn man die mit irgendwas Europäischem zu der Zeit vergleicht, fuhr das einfach wie ein Sackschrauben. Und die europäischen Sachen fahren nach heutigem Standard schon wie ein Sackschrauben. Naja, also wenn du das hier mit einem, was ist denn so aus der Zeit, irgendein Porsche zum Beispiel, ja? Vergleichst. Junge, also dann stinkt der Schrott hier, glaube ich, komplett ab. Ich glaube, die waren federtechnisch auch echt noch beschissen unterwegs. Ich denke auch, die Fords hatten damals noch eine Blattfeder. Zwischen den Fords, glaube ich, keine Blattfeder mehr. Corvette ja immer noch. Oder also bei C8 weiß ich es nicht.
Weil jetzt die C7 hat ja immer noch eine Blattfeder hinten. Was prinzipiell Schmutz ist, muss man ja so ehrlich sagen. Klar, die sind damit extrem gute Ergebnisse gefahren. Aber es wird schon einen Grund gehabt haben, warum... ich meine, wenn die im Renneinsatz waren, haben die ein normales Federnpaket drin gehabt. Man konnte die auf jeden Fall umbauen. Ich weiß von... Oh, ich glaube, KW hatte sogar einen Umbausatz für die im Lager. Also so haben die das gebaut. Ich meine, wie gesagt, dass die im Rennbetrieb auch normales Federbein fuhren, nicht mehr Blattfeder. Aber selbst mit Blattfeder ist die wirklich gute Sachen gefahren, ne? Also, ich möchte jetzt nicht zu sehr auf der Blattfeder hier rumhacken. Freddy denkt sich nur so, Blattfeder? Sepp? Wie soll denn Blattfedern? Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass Freddy weiß, was eine Blattfeder ist. Er wird es mir in die Kommentare schreiben, gehe ich noch hinaus. Na, Freddy hat es mir auch schon beschwert. So nach dem Motto, wo Forza? Kommt ja schon, kommt ja schon. Ich muss sagen, das Auto fährt aber erstaunlich gut. Also, können ja sogar noch mitspielen hier. Hatte ich nicht erwartet. Klar, hat überhaupt keine Leistung der Eimer hier und Fahrverhalten ist eher so okay. Aber das könnte durchaus noch was werden mit dem ersten. Haben wir noch eine ganze Runde Zeit. Oder zwei sogar. Also anderthalb, sagen wir anderthalb. Da spulen wir ein Stückchen zurück. Ja, ich hätte gerne gestern noch aufgenommen, aber wie gesagt, irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Hab dann noch ein bisschen Overwatch mit den Jungs gespielt. Wo ich eigentlich schon früher schlafen gehen wollte. Ging mich gestern echt nicht so gut. Heute ist ein bisschen besser. Also ich kann mein Bein wieder einigermaßen heben. Und durch die Gegend laufen. War ja heute auch arbeiten. Ja, Treppensteigen ist ungünstig. Autofahren ist nicht ganz so geil. Bin ja heute auch nur 130 Kilometer durch die Gegend geeiert. Von daher geht's ja noch. Ja, und ansonsten tut halt echt weh. Aber es geht halt nicht noch. Also, ne? Man kann sie aber anstellen. Dass meine Hand offen ist, tut ein bisschen. Also, das nervt ein bisschen. Weil halt die ganze Zeit Pflaster drauf und dann noch ein Verband drum, damit das Pflaster nicht alle 5 Sekunden abgeht. Das nervt ja übel. Und mir wird gerade richtig schwindelig. Muss mal ein bisschen was trinken gleich. Mein Problem ist immer, wenn so viel zu tun ist. Viel in Klammern. Dann trinke ich nichts mehr. Und dann wird mir schwindelig. Auch nicht ganz so gesund, wenig zu trinken. Kinder, trinkt mehr Wasser. Wasser ist gesund und wichtig. 2,5-3 Liter sollte jeden Tag jeder trinken. Halte ich mich selber selbstverständlich dran. Ich äußere auch immer, wenn ich Blut spenden gehe, sehr ehrlich, dass ich 2,5 Liter Wasser getrunken habe. Nicht, dass ich immer mit 500 Milliliter dahin fahre. Kappa. Sehr schön. Das kann man so machen, nicht wahr? Gut, gut. Haben wir. Wir haben 505, das heißt, wir könnten ein bisschen aufstocken Richtung 600. Oh ja, eine Brille, geil. Verpiss dich doch mit deiner Scheißkleidung. Ich hoffe, die ist wenigstens irgendwann auf. Ich würde sagen, das ist die aktive Meisterschaft, ne? Oder? Ja. Mustang gegen Camaro. Okay, Achso, den Scheunenfund haben wir schon gefunden, ne? Gibt's hier irgendwo ein Haus? Ne. Hä, hier gab's doch ein Haus. Da ist es doch. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch nicht. Also, ich bin schon dumm, aber. So dumm bin ich auch wieder. Ah, fuck, ich dachte, das ist ein längerer Ladezeit. Komm ich von hier aus auch direkt rein? Ich hatte recht. Dieser Aston ist ein DB4 Zagato. Zagato. Das ist ein Z, kein S. Das heißt ja auch Zitrone und nicht Zitrone, Bruder. Ja, wir wollen tunen. Ich habe jetzt gerade eine offene Flasche Wasser stehen. Das ist auch nicht so klug. Upgrades und Tuning. Individuelle Upgrades. Ich hätte gerne ein anständiges Fahrwerk erstmal. Also erstmal offensichtlich eine... Oh, ich bin ins falsche Menü gegangen. Gib mir erstmal ein anständiges Getriebe. Ja, danke. Und dann hätte ich gern ein anständiges Fahrwerk. Mit anständigen Bremsen. Und
Driftfedern und Dämpfer. Rennfedern und Dämpfer. Okay, und alles, was wir danach an. Nee. Alles, was wir danach an fairen Punkten noch über haben, stecken wir in Leistung, okay? Würde ich sagen, ja. Das hat ganz schön lange gedauert. Jetzt hauen wir nochmal. Ah, nee, Gewichtsreduzierung machen wir mal nicht. Das kostet uns zu viele Punkte. Aerodynamik hätte ich natürlich gerne noch ein bisschen. Gibt's hier noch was Schickes? Hm, ja, attraktiv. Nee, das gefällt mir nicht so gut. Das ist gleich Facelift, kann das? Ja, ich muss sagen, da finde ich die Originale geiler. Und auch da finde ich das Originale geiler. Ja, komm, das darf. Bei so einem Ford darf das. Und dann hätte ich selbstverständlich gerne. Ah, warte mal, Reifen brauchen wir auch noch. Okay, Reifen werden es nicht. Damit wären wir zu hoch. Können wir noch ein bisschen Leistung reinpopeln? Klar, wir popeln keine Reifen rein, wir popeln hier erstmal einfach nur Leistung rein. Ich glaube tatsächlich nicht mal, dass wir auf 500 mit dem Schrott kommen. Ja, oh doch, kommen wir, okay. Habe verstanden. Können wir noch so ein bisschen was machen? Guck mal, da kommen wir noch auf 600. Gibt es hier noch irgendwas, was wir einbauen können, ohne dass es was kostet? Ja, guck mal. Kurz noch gucken, was noch so geht. Guck mal, damit. Guck mal. Das haben wir doch schön gemacht, würde ich sagen. Gut. Das installieren wir. Das kostet 42, sehr günstig. Entschuldigung, da habe ich kurz was getrunken. Neue Tuning-Teile finden. Mein Tuning, okay. Das kenne ich alles noch gar nicht. Ich würde aber sagen, wir fahren hier mal wieder los, haben jetzt genau 600. Und dann gurken wir mal zum zweiten hier oben hin. Das ist ein Sprint scheinbar. Das fährt ja noch gar nicht so gut, muss ich sagen. Weil wenn es erstmal auf der Straße ist, fährt es ganz okay. Da haben halt noch die winzigen Pimmelreifchen drauf, ne? Aber nur bis 600 ist er dann halt auch ein bisschen limitiert. Ich konnte ja gar keine Reifen drauf werfen, ohne irgendwas kaputt zu machen. Also ohne über 600 zu sein. Bis dahin hatten wir ja nicht viel eingebaut. Von daher, ein bisschen Leistung schadet ja nicht, ne? Ja. Nie. Ich werde jetzt gleich mal zwei Parts aufnehmen, damit ich dann auch für morgen was habe. Morgen muss ich ja nicht arbeiten, also morgen habe ich ein bisschen mehr Zeit. Aber ich denke, ich werde morgen mal zum Arzt fahren und sagen, yo, du Bruder, hör mal zu, ich habe mich ein bisschen auf Fresse gepackt. Gucken wir mal, ob ich mir nicht zufällig was gebrochen habe. Ich gehe nicht davon aus, weil bisher ist es einfach nur ein bisschen blau geworden und tut ein bisschen weh. Ich denke, mit einem Bruch wird es deutlich mehr wehtun. Ich denke, sie wird mir eine Salbe von den Händchen verschreiben und dann ist es wieder gut. Hoffe ich doch. Oh, das fährt gut quer, muss ich sagen. Sehr schön. Guten Tag. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, machen wir weiter. Erreiche im Rennen gegen Driver Tare sehr erfahren den ersten Platz. Haben wir doch schon gemacht, oder nicht? Also, achso, weil das eine Meisterschaft ist, noch nicht. Okay. Fahren wir mit diesem wunderschönen Auto. Ja, die Hutze ist natürlich komplett lächerlich, ne? Sind wir mal ehrlich. Es ist ja nicht mal ein Auto mit Kompressor, also der Wagen hat ja nicht mal einen Kompressor. Oder haben wir einen raufgebaut? Ich glaube nicht, ne? Weil das, was da jetzt vorne draufsteckt, ist ein Kompressor. Zumindest optisch. Kannst du mir, ich bitte nicht ran, du Bastard. Mich wundert auch jedes Mal, dass das ein Camaro ist. Ich hätte gesagt, das ist ein Pontiac. Also ein Firebird oder sowas. Aber scheinbar sahen Camaros mal noch beschissener aus, als sie jetzt aussehen. Wobei der aktuelle ganz hübsch ist, muss ich sagen. Den aktuellen Camaro als ZL1 könnte ich mir sogar vorstellen. Der hat diese riesen Öffnung.
wo man durchklettern kann, so breit ist. Okay, Fisch. Wie wär's, wenn du es nicht komplett maßlos übertreibst? Fahr doch einfach ein bisschen langsamer. Schon besser, Fisch, schon besser. Ich finde das aber verwirrend, wenn mich Leute mit meinem echten Namen ansprechen. Und auf der Arbeit sprechen mich natürlich alle mit meinem echten Namen an. Und so in meinem Freundeskreis von der Arbeit sprechen mich auch alle mit meinem echten Namen an. Das ist sehr seltsam. Also halt wirklich. Komplett unerwartet immer. Ich stutze auch immer erstmal kurz und dann, ach so, ja, stimmt. Ich bin das inzwischen so gewohnt, dass alle nur noch Fisch sagen. Oder mich halt gar nicht mit Namen ansprechen, das gibt's auch. Meine Freundin spricht mich zum Beispiel überhaupt nicht mit Namen an. Das geht auch, aber also mein Vornamen sagt eigentlich niemand, außer meine Familie und meine Arbeit. Was sehr seltsam ist. Weil ich die meisten Leute auf der Arbeit auch als Freunde sehe und dann im Freundeskreis sagt halt wieder jeder Fisch zu mir. Meine Güte. Wir sind ganz schön am Hinterherschwächeln, was unter anderem daran liegt, dass wir viel zu wenig Traktion haben und wir fahren ja fast nur Offroad. Daran hätte ich denken können, hätten wir vielleicht ein Offroad-Fahrwerk und Offroad-Reifen drauf gehämmert. Ich glaube tatsächlich, Offroad-Reifen wären gegangen. Aber wir sind noch dran. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass die erste Runde ja auch fast nur Offroad war. Dann hätte man ja auch direkt Offroad-Scheiß reinhämmern können. Ich glaube, auf der langen Geraden können wir gut Punkte machen, weil wir echt zügig unterwegs sind. Vor allem kommt jetzt auch wieder ein bisschen Straße. Und es wird rass. Okay, geil. Nass, wollte ich sagen, nicht rass. Ich habe keine Ahnung, wie schnell da sind als die da vorne. Oder ob wir eigentlich noch hinterher kräpeln. Noch kommen wir ganz gut hinterher, aber ich glaube, ja, die Runde geht auch nicht mehr lange. Scheiße. Schon bei 80%, wir sind noch Fünfter. Das war okay, haben wir schon mal einen Vierten gemacht. Ich hoffe noch auf den Dritten, aber ich sehe das noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir da Stock nicht vielleicht sogar besser gefahren wären. Ja, wobei, das war eine ganz gut genommene Kurve, aber trotzdem schafft es nicht. Schade. Vierter geworden, naja. Immer noch okay. Ich denke, damit sind wir overall vielleicht noch Erster. Ja, nice, mit einem weiteren. Okay. Ja, mit zwei weiteren, Alter. Okay, gut, das heißt, wir müssen die dritte Runde jetzt gewinnen. Oder zumindest vor den beiden anderen sein und relativ hoch platziert. Weil die anderen waren ja auch alle nicht weit entfernt. Ah, wir haben gewöhnlichen Ram Power Wagon freigeschaltet, okay. Ja. Ist okay. Kann man machen. Ich will ja keinen Fahrer bevorzugen, aber du musst es durch die nächste Runde schaffen. Denn wir haben danach etwas Großes geplant. Und groß heißt die größte Dirt-Strecke, die ich je erschaffen habe. Okay, Spaßfakt am Rande. Ich wusste nicht, dass wir hier auch die Scheiße vorantreiben. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was wann kam und wir machen alles nebenbei. Gut zu wissen, dass es eine Dirt-Sache hier ist. Dann fahren wir erstmal dahin. Let's go. Ich weiß nicht sicher, ob wir mit den Sachen jetzt auch die eigentlichen Rennen auf der Karte vorantreiben. Eigentlich ja nicht. Weil... Das wechselt ja einmal die Woche. Also die Meisterschaften. Und ich denke, dass es mehr als drei Meisterschaften insgesamt gibt für eine Saison. Das heißt, ich werde relativ viele Meisterschaften machen. Falls es wie im Herbst jetzt drei pro Saison sind, dann sind das drei Tage, die allein schon für Meisterschaften draufgehen. Die Woche hatten wir 7 Tage. Dann macht man ja zwischendurch auch noch so ein Top-Gear-Ding oder sowas und dann bleiben die Fanrennen irgendwann hinten, habe ich Angst. Weiß ich aber noch nicht. Nur mal gucken. Könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, wie ich das machen soll, ob ich jede Woche die Meisterschaften der Saison machen soll? Oder nicht? Weiß ich nicht.
Und wie gesagt, wenn das immer nur drei sind, wären das 3 Tage die Woche, dann könnte ich 4 Tage noch was anderes machen. Könnte ich zum Beispiel die restlichen 4 Tage irgendwie so ein Story-Ding machen und ein paar Fernrennen. Du hast dein Ziel erreicht. 3, alles klar. Gut. Let's go, würde ich sagen, nicht wahr? Ich weiß, danke. Ich hätte gerne ein Allrad hier drin gehabt, aber ich glaube, es hätte zu viele Punkte gemacht. Ich habe ja nicht nachgeguckt, hätte ich mal machen sollen. Ja, let's go, Bruder, bitte. Auch weil der Motor zwischen so komisch dreht. Ja, los. Ich habe nicht drauf geachtet, was es für eine Runde ist. Ich glaube, es ist wieder... Ja, es ist wieder ein Sprintrennen. Hier ist, glaube ich, auch noch so eine richtig olle Automatik drin, Alter. Schön. Also schön scheiße, meine ich natürlich. Okay. Merke, da vorne kommt ein Zaun. Da schlängeln wir uns mal kurz durch, würde ich sagen. Und dann versuchen wir natürlich an allem hier vorbei zu preschen. Dennis ist da vorne, das ist okay. Freddy ist gefährlich. Und irgendeiner mit J. Ja, der mit J ist da vorne und Freddy, glaube ich. Ah ne, Niki ist da vorne noch. Okay, aber Freddy könnte noch davor sein. Okay, wir sind jetzt bei 22%, also noch ist alles entspannt. Oh Gott, hier geht es ja richtig rum. Noch nicht gesehen, ob Freddy das da vorne ist. Ich sage, so kurvenreiche Scheiße sehe ich mich ja mit dem Mustang hier nicht unbedingt. Dafür hat er vielleicht ein bisschen viel Leistung jetzt. Und spricht erst ein bisschen spät an. Das ist nicht Freddy, okay. Aber JP Emp ist, glaube ich, der mit uns auch 32 Punkte hat. Das heißt, wir müssen mindestens vor denen und eigentlich auch noch vor ein paar von den anderen. Weil ich glaube, Dennis zum Beispiel war nur ein paar Punkte hinter uns. Das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Wir haben noch diesen Berg hochreutern. Also sehr kurvig hier und sehr wenig Chancen für mich zu überholen. Alter, was ein Eimer, ey. Freddy hat erzählt, oder Niki war es, glaube ich, bei irgendeinem Haus kriegt man auch die Fähigkeit, wieder überall hin schnell zu reisen. Könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben, wo es das Haus gibt und was es kostet, weil das brauche ich. Das ist eins der wichtigsten Häuser im ganzen Spiel. Gerade für so ein Let's Play. Also... Das spart ja enorm viel Zeit, wenn man das hat. So, jetzt könnten wir hier mal ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen, so runter. Aber immer noch halt übel kurvig. Wir sind natürlich jetzt übel weit vorne, aber wir haben gute Bremsen. Sagt er und verbremste sich nahezu. Aber geht alles noch? Sehr schön. Fancy Bobo? Oder wie heißt der vorne? Ich kann nicht so gut lesen und fahren gleichzeitig, gebe ich ehrlich zu. Ja, scheiß was, ich glaube, das schaffen wir nicht. Muss ich eventuell das Ganze gleich nochmal alleine machen. Weil der JP ist jetzt ganz schön weit weg, ja? Glück gehabt, das zählt, okay. Ja, aber das wird nichts. Also da vorne ist schon das Ziel und die anderen sind 80 Milliarden Kilometer weit weg. Da sehe ich uns leider nicht. Was da vorne passiert, noch ein Unfall, das wäre natürlich sehr gut für mich. Aber leider nein, leider gar nicht. Wir kriegen nicht mal den 4. Platz. Alter, das ist echt scheiße. Ja, aber das Auto ist dafür wirklich nicht so geil. Ich würde sagen, ich bin nicht perfekt gefahren, aber schon okay, würde ich sagen. Gut. Dann muss ich nochmal neu machen. Ah doch, Freddy war tatsächlich der Erste. Fuck, ey. Ja, das war lächerlich. Gut. Da hat sogar alle überholt, ey.
Das muss ich leider einmal neu starten. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Hey! Aufnahme starten und gleichzeitig fahren. Schlecht. Dann willkommen zurück. Wir haben das mal eben hier gemacht. Hat zwei Versuche gedauert und ein bisschen Käse. Aber Mai, hat funktioniert. Ich sollte den Controller auf den Tisch nehmen, sonst hört ihr das wieder nervigerweise. Ich sitze gerade echt beschissen, möchte ich mal anmerken. Aber wir sind relativ gut jetzt durchgekommen, würde ich sagen. Freddy. Oh, Freddy hat sogar noch einen Platz verloren. Freddy war eben noch vorne. Aber Mai, das war mal ganz gut gemacht, würde ich sagen. Das war's. Eieieiei. Und ich glaube, das war's auch für diesen Part schon fast. Wieso haben wir nur 5,99? Haben wir nicht 600 glatt? Ich hab nichts verändert. Keine Ahnung. Ja. Abgeschlossen. Haben wir. Geht halt extra Punkte. Und wir haben auch noch freigeschaltet. Geil. Und Kohlen gibt's auch noch. Und noch mehr Kohlen. Und noch mehr Kohlen. Ne, keine Kohlen mehr. Okay. Gut. 1,5 Millionen haben wir. Part war heute wenig überzogen. Fast Level 33. Steht jetzt einfach nur bei, dass die Meisterschaft abgeschlossen ist. Ja. Meisterschaft abgeschlossen. Okay. Das heißt, wir machen morgen diese Meisterschaft. Eine Straßenrennen-Szenen-Meisterschaft. Ah. Dirt-Rennserie. Okay, steht dabei. Gut, sollte ich lesen. Wir machen morgen die hier. Das machen wir dann mit einem Japaner bis maximal 900. Okay, cool. Und dann haben wir noch hier das hier unten. Das ist auch Straßenrennserie mit einem Lotus. Also mit einem Lotus. Also nur Hersteller-Lotus oder alle Fahrzeuge, die in Kooperation mit Lotus entstanden sind, weil das sind viele. Also auch viele, die im Spiel sind. Opel hat ein paar gemacht. Schrägstrich Vauxhall. Ford hatte man nicht auch mal welche? Egal, sehen wir morgen. Wir machen morgen erstmal die hier. Und wenn da noch eventuell, also wenn da noch Zeit ist, eventuell hier noch so ein Sprung oder sowas. Gibt ja auch noch ein paar Sachen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.